Und damit begrüße ich euch zurück zur 7. Etappe der Tour de France 2020. Mit Nairo Quintana geht es heute auf eine Windkanten-Etappe und wir alle wissen, Nairo Quintana, der spürt den Wind einfach nicht. Eigentlich müsste er den umgekehrten Weg gehen wie Primož Roglič und zum Skispringen gehen. Der Mann, der hat es einfach drauf, wenn es um Windkante geht. Also Alaphilippe auch hier in Gelb, irgendwie überall in Gelb, außer bei der realen Tour de France. Weil er einfach zu versoffen ist, hat er da sein gelbes Trikot verloren. Das haben wir, glaube ich, auch schon kurz besprochen, auch im Stream länger drüber geredet. 15 Sekunden Rückstand für Nairo Quintana, der sich ja ein bisschen sensationell die 6. Etappe geholt hat. Wir hatten natürlich auch eine Bombentagesform, von daher ist das relativ schnell und einfach erklärt, aber ich glaube trotzdem, dass wir das auch von der Taktik her ganz gut gemacht haben, ein bisschen defensiver rangegangen und im entscheidenden Moment attackiert. Jetzt geht es von Millau nach Lavaur, eine Etappe, die super spannend war, weil eben Bora Hansgrohe unglaublich viel Tempo gemacht hat, die Gruppe klein gefahren hat, die Windkanten genutzt. Im Endeffekt haben sie zwar nur das grüne Trikot bekommen und unglaublich viel gearbeitet, das wird sich jetzt auch zeigen, dann heute auf der 8. Etappe der Tour de France, die wir jetzt natürlich auch noch in diese Folge mit reinpacken werden. Wie viel Kraft hat das Bora wirklich gekostet? Sie haben natürlich zwei Ziele, einmal Emanuel Buchmann auf das Podium in Paris zu bringen und natürlich auch das grüne Trikot mal wieder mit Peter Sagan sich zu sichern. Bin ich sehr gespannt, wie das heute laufen wird, wie Emanuel Buchmann dann eben auch die steilen Rampen hochkommt, was am letzten Berg der ersten Kategorie gemacht wird, wo es ja auch nochmal Zeitbonifikationen gibt. Wir werden es dann rausfinden. Jetzt gehen wir erstmal rein in die 7. Etappe. Ich würde sagen, wir schauen uns dort eigentlich nur den Schlusssprint an. Viel mehr gibt es für uns dort nicht zu tun. Ausreißergruppe lassen wir auch weg. Mal schauen, wie schnell die Etappe auch von den anderen Teams gemacht wird. So, 10 Kilometer noch. Jetzt hat die PlayStation gerade richtig komisch reagiert. Das Spiel hing ungefähr eine halbe Minute, weil ich natürlich auch sehr, sehr viel vorgespult habe. So, jetzt sind es noch 10 Kilometer. Wir können den Sprint mal vorbereiten. Jo, das geht wiederum nicht, weil wir keinen richtig guten Sprinter dabei haben. Normalerweise müsste hier oben jetzt irgendwie Sprint für Clément Rousseau oder sowas vorbereiten stehen. Das funktioniert nicht. Dann nehmen wir mal Connor Swift, den wir eh gerade an unserer Seite haben, mit nach vorne. Versuchen, dass er uns da nochmal ein kleines bisschen in Position fährt. Weiß nicht, warum das manchmal nicht geht. Wahrscheinlich, wenn man keinen richtig guten, ausgewiesenen Sprinter hat, dann kann man das hier oben einfach auch nicht einstellen. So, 38 Sekunden ist noch eine Gruppe um André Greipel vorneweg. Wäre natürlich ganz schön, wenn André Greipel hier den Sieg holt. Wäre noch schöner, wenn wir den holen würden, was nicht passieren wird. Davon ist jetzt erstmal auszugehen. Also, mal schauen, ob wir Wout van Aert hier schlagen können, der natürlich zu den absoluten Spitzensprintern auch gehört. Der Mann kann aber alles. Also auch am Berg hat er ja schon bewiesen, dass er sicherlich so als der drittviertletzte Fahrer von Primož Roglič, der hier gerade neben uns ja nicht im slowenischen Meistertrikot hier unterwegs fährt. So, da werden wir natürlich wieder weggedrückt. Warum sollte auch der Gegner weggedrückt werden? Wäre ja zu einfach. Tempo ist hoch. Mal schauen, dass wir jetzt das blaue Gel auch mal allen Fahrern noch geben, damit die Regenerationswerte dann auch sehr gut sind. Ich denke mal, dass Quintana da auch kein Problem haben sollte, für die nächsten Etappen in absoluter Spitzenfitness reinzugehen. Heute hat er auch wieder eine gute Tagesform. Wäre mir es natürlich lieber gewesen, er hätte die morgen, die gute Tagesform. Ich weiß nicht, woran das immer liegt mit der Tagesform. Ob das dann auch immer mal am Regenerationswert oder ist es der Zufallsgenerator? Ich würde es halt sehr, sehr mögen, wenn das am Regenerationswert sich festmacht. Das wäre, dann hätte man auch einen Einfluss drauf. Ich weiß nicht, ob Connor Swift immer noch an unserer Seite ist. Da rechts haben wir auch Nairo Quintana in einer sehr guten Position. Jetzt sind es noch 3,8 Kilometer, die Ausreißer sind immer noch 20 Sekunden weg. Schauen, ob wir da ein halbwegs gutes Hinterrad erwischen für die Sprintanfahrt. Da mit Degenkolb, der wahrscheinlich für Calabiun das Ganze macht. Das wäre doch schon mal eine ganz gute Idee. Hängen wir uns mal hier mit rein und lassen uns von jemand anderem den Sprint anfahren. Ich hoffe, er bleibt jetzt aber auch vorne. Natürlich auch noch Dylan Groenewegen. Jetzt kommt Degenkolb. So, mal schauen, was können wir erreichen. Aber eine gute Platzierung, muss man sagen. Das war, glaube ich, ein ganz guter Sprint. Da haben wir uns mit Clément Rousseau ganz gut geschlagen. Auch Connor Swift war da vorne noch mit drin, hat versucht, uns noch ein bisschen zu beschützen. Schauen wir mal. Also das war echt ein guter Sprint von Clément Rousseau. Dann kommt auch gleich noch der Tigersprung. Ah, da werden wir so 6., 7. circa geworden sein.
Guter Sprint von Clément Rousseau, unserem jungen Franzosen im Team. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mit einem besseren Sprinter, glaube ich, hätten wir da auch den Etappensieg holen können. So, Alaphilippe bleibt in Gelb, Groenewegen in der Punktewertung vorne, Ben Hermanns am Berg, Egan Bernal im weißen Trikot. Da hat sich erstmal nichts geändert. Wir haben natürlich kein Trikot momentan, wir sind aber in einer richtig guten Lauerstellung mit Nairo Quintana in der Gesamtwertung. Und wie gesagt, wenn sich das irgendwie am Regenerationswert festmacht, wäre das ganz toll. Dann würde das nämlich dafür sprechen, dass wir morgen wieder eine gute Tagesform haben. So, wo sind wir dann im Endeffekt gelandet? Etappenwertung. Ach, die Ausreißer haben gewonnen. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Also Clément Rousseau, wenn man mal jetzt von den Sprintern ausgeht, Ackermann, 2, 3, 4, 5, 6, dann sind wir Siebter geworden im Massensprint. Allerdings hat André Greipel das Ganze dann sich noch nehmen lassen in der Ausreißergruppe gegen Jonathan Iwea und Gaspar Rotto. Aber da achtet man bei dem Spiel irgendwie auch nicht so sehr drauf wie beim anderen Radsportmanager, komischerweise. Weiß nicht genau, woran das liegt. Also, auf jeden Fall Glückwunsch nach Frankreich. Clément Rousseau trotzdem einen guten Sprint hingelegt mit dem siebten Platz. Dann schauen wir mal, wie es in der Gesamtwertung ausschaut. Jetzt vor der nächsten wichtigen Etappe, die achte Etappe der Tour de France, steht an. Nairo Quintana mit 15 Sekunden hinter Julien Alaphilippe, Fuglsang, Bernal, Roglic. Natürlich alle noch in Schlagdistanz, wobei Roglic mit 2 Minuten schon relativ weit weg ist. So, Regeneration geht ins Maximum bei unseren wichtigen Fahrern. Auch Warren Barguil hat maximal regeneriert. Und dann werfen wir nämlich jetzt den Blick auf die schwierige heutige achte Etappe. Wie gesagt, ich nehme das jetzt vor der achten Etappe auf. Ich kann also nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Bring die Etappe aber einfach dann quasi nach der realen Etappe, damit man sich das nochmal ein wenig nachschauen kann. Nach Ludovier geht es natürlich. Eine lange Abfahrt noch nach dem Berg der ersten Kategorie. Das wird sehr, sehr schwer. Ich erinnere mich noch dran, dass wir dort mit Alaphilippe im anderen Let's Play, das wir vor Monaten mal gespielt haben, auch unsere Probleme hatten, auch an Egan Bernal dran zu bleiben, aber in der Abfahrt nochmal einiges gut gemacht haben. Das war extrem spannend. Wie gesagt, auch das könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Ich haue es nochmal in die Videobeschreibung rein. Wer sich schon mal die komplette Tour de France mit Alaphilippe oder auch mit Buchmann, haben wir es auch schon mal durchgespielt, anschauen möchte, der kann das gerne tun. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal rein. Wir sehen uns dann am Berg der ersten Kategorie wieder. Wir werden das Ganze sehr defensiv angehen, versuchen, unsere Füße stillzuhalten. Die Konkurrenz ist stärker, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Mit Nairo Quintana kann man wirklich nur agieren, wenn man eine Spitzentagesform hat und wenn absolut nichts mehr schief gehen kann. Experimentieren am Ohrkategorieberg, attackieren und so weiter. Das wäre, glaube ich, schon der Gnadenstoß für unsere Gesamtwertungschancen. Also, wir sehen uns gleich wieder am Berg der ersten Kategorie. So, wir sind im Col de Monte, da hat es wieder mal geruckelt gerade. Mal schauen, wie die Tagesform aussieht bei Quintana. Nicht so gut wie auf der sechsten Etappe, aber immer noch so, dass wir damit arbeiten können. Wir müssen einigen Fahrern jetzt schon mal das blaue Gel geben, damit die über den Hügel kommen. Danach gibt es dann eh die Verpflegungsstelle. Bei Quintana, Rosa, Bagui und so weiter warten wir gerade nochmal. Winner Anaconda ist noch an unserer Seite. Vorne macht Astana für Fuglsang das Tempo, da er ein bisschen Zeit verloren hat auf der letzten schwereren Bergetappe. Da sehen wir Alaphilippe, wir sind an der Seite vom gelben Trikot, kommen wieder absolute Tempoverschärfungen, dauernd hin und her das Tempo, was ja eigentlich dafür spricht, wenn man ein stärkeres Team hat, auch mal ein konstanteres Tempo in den Berg reinzufahren. Das würde dem Spiel generell mal gut tun, ein wenig mehr Ruhe. Da haben wir Rigoberto Urán, der in der Gesamtwertung sicherlich auch eine gute Rolle spielen wird. Vorne die Ausreißergruppe um Bauke Mollema ist weg mit Schachmann, Walgren, Chavez. Wirklich eine gute, auch Ben Hermanns natürlich im Bergtrikot wieder vorne mit dabei. Können jetzt mal ein kleines bisschen hier den Fuß vom Gas nehmen. Thibaut Pinot, Roglic, ich muss jetzt aufpassen, dass ich bei den ganzen Tour de France Let's Plays nicht irgendwie durcheinander komme. Wer wie wo mal Zeit verloren hat, das ist wirklich schwierig. So, jetzt schauen wir mal, wir haben immer noch Diego Rosa hier vorne. Ich glaube, da wird es jetzt aber auch Zeit für das blaue Gel für die Kollegen. Und bei Quintana können wir das jetzt auch schon mal nehmen. Da ist der rote Balken weg. Bei Rosa. Vorne Ineos jetzt allerdings auch platt. Wie gesagt, wir nehmen jetzt schon mal das komplette blaue Gel. Nach dem Berg gibt es dann die Verpflegungszone. Dort können wir wieder uns Energie in Form von Tetrapack geben lassen, dass wir uns dann wieder intravenös schnell per Spritze reinjagen. Schieben dann einen Tropf neben uns her. So, also 2,5 Kilometer noch für Terpstra und
2,2 Kilometer noch für die Spitzengruppe, 2,8 Kilometer vor uns. Hier wird jetzt nicht so viel passieren, aber es sind nur noch 81 Fahrer dabei. Also das spricht schon dafür, dass einige Fahrer Probleme haben. Bei uns sind jetzt auch die Sprinter schon rausgefallen, obwohl ich denen relativ früh auch das blaue Gel gegeben habe. Swift und Rousseau haben auch schon Tempo rausgenommen und schon wieder ein kleines bisschen regeneriert. Passt schon. Die werden heute die Füße stillhalten. Ich fand den Sprint, auch wenn wir da die Ausreißergruppe jetzt auf der letzten Etappe ein bisschen vergessen haben, beziehungsweise ich habe sie vergessen, ihr nicht, ihr habt es bestimmt gesehen, fand ich den Sprint trotzdem einer der besten, den wir bislang gespielt haben tatsächlich. Mit einem Sprintwert von, ich glaube, 72, da mit dem besten Sprinter mitzuhalten, ist nicht ganz so einfach. So, Tadej Pogačar nicht im weißen Trikot. In anderen Let's Plays ist er im weißen Trikot. Da haben wir Fuglsang, der jetzt auch schon sehr, sehr weit nach vorne fährt. Quintana heute mit einer wirklich guten Tagesform. Mal schauen, wie weit wir mit den Besten mithalten können. Wir können sicherlich nicht jede Attacke mitgehen, aber wenn wir uns die Energie gut einteilen und auch immer Fahrer an unserer Seite haben, die uns helfen, fällt mir gerade ein. Na, nicht Diego Rosa, bitte. Sollte schon Nairo Quintana sein und Rosa kümmert sich mal um RG und Winner Anaconda ist nämlich jetzt schon rausgefallen. In der Gruppe sind jetzt auch nur noch 66 Fahrer drin. Am letzten Berg der ersten Kategorie gibt es auch nochmal Zeitbonifikationen. Ja, vielleicht auch nicht ganz unerheblich, je nachdem, wie eng die Tour de France dann hier verlaufen wird. Vorne Bauke Mollema, Schachmann, Higita, Costa sind dort über den Berg der ersten Kategorie gegangen. Mit der Einblendung stimmt auch irgendwas gerade nicht so richtig. So, also den haben wir schon mal unbeschadet überstanden. Unser Team nicht so richtig unbeschadet, aber wir werden auf jeden Fall zwei, drei Helfer vorne mit über den Kulminationspunkt nehmen. Können wir dann jetzt auch ein bisschen langsamer fahren. Fahren jetzt natürlich gerade sehr im Wind, aber macht jetzt auch nicht so viel aus. Da sehen wir Jakob Fuglsang, Kwiatkowski. Punkte gibt es eh keine mehr, Sekunden gibt es keine. Ich würde sagen, wenn wir nochmal einen Blick auf das Profil werfen, wir sehen uns dann gleich wieder im Anstieg des Ohr-Kategorieberges. So, es ist schon ein relativ hohes Tempo. Wenn wir mal schauen, 72 Fahrer sind jetzt hier wieder drin, aber nur noch 56 Sekunden für die Spitzengruppe. Schauen, dass wir Quintana nochmal an die Seite von Quintana nehmen. Macht ja irgendwie Sinn. Also die Quintana Co-Production quasi. Und vor allem, dass wir das blaue Gel dann auch jetzt schon mal für unsere beiden Kollegen nehmen. Dann können die noch länger an unserer Seite bleiben. Ansonsten über die Kuppe werden die oben nicht mehr rüberkommen. Steuere das inzwischen immer lieber selber. Durch diese permanenten Tempowechsel haue ich die Steuerung eigentlich wirklich nur noch rein, wenn ich alleine fahre oder wenn eine Gruppe eh schon relativ platt ist. Also zum Ende hin haue ich die Steuerung rein, ansonsten eigentlich fast gar nicht. So, Quintana mit Quintana. Da freut sich Mutti Quintana wahrscheinlich, wenn sie das im Fernsehen sieht, dass die Brüder sich, obwohl sie sich früher als Kinder immer so sehr gezankt haben, jetzt wo sie halbwegs groß geworden sind, die zwei, muss man ja dazu sagen, sich doch dann so gut verstehen. So, Astana nimmt jetzt ein bisschen raus, Ineos übernimmt vorne. Das ist für uns natürlich too much, wir können hier keine Teamtaktik machen. Rosa hat jetzt auch das blaue Gel fast geschnupft. Mal schauen, Warren Barguil, den müssten wir uns dann auch gleich schon mal an die Seite holen. Wo ist der? Ja, da sehen wir ihn, hinten links haben wir ihn gesehen. Müsste eigentlich in der ordentlichen Position sein. Sind jetzt noch, boah, ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin hier den Ohr-Kategorie-Berg hoch. Quintana da gerade ein bisschen weggeklemmt mal wieder. Thibaut Pinot hier rechts an der Seite. Vorne wieder Astana, die heute wirklich was vorhaben. Die fahren da mit 5 Mann vorne. Inklusive natürlich Fuglsang, der Kapitän der Mannschaft. Der in der realen Tour de France ja nicht dabei ist. Deswegen hoffe ich, dass er hier auch nichts holen wird. Hängen uns hier mal hinter die Fahrer dran, damit wir ein kleines bisschen im Windschatten natürlich auch fahren. Da haben wir auch Warren Barguil jetzt an der Seite. Rosa ist immer noch mit dabei. Tempo wird vorne nochmal verschärft. Nochmal gucken. Ich hole mir jetzt schon mal Warren Barguil rüber. Und gebe ihm auch schon mal das blaue Gel, weil ansonsten wird er das nicht schaffen. Mit Quintana könnten wir das packen, über den Berg rüber zu kommen, ohne das blaue Gel zu nutzen. Das wäre natürlich super. Deswegen spare ich da jetzt auch gerade noch ein bisschen. So, Dylan van Baarle fällt vorne raus. Macht wieder den Wrecking Ball und haut uns alle weg. I came in like a wrecking ball. So, Tim Wellens. Da ist der Name Programm, dass er einfach das wellige Profil sehr, sehr gerne mag. Der französische Meister, sehen wir den blauen Balken auch, hat jetzt ein bisschen regeneriert. Vorne ist das Tempo auch gemäßigt.
So mag ich das. Astana macht da jetzt erstmal nicht so viel. Wir können mal kurz den Blick zurückwerfen. Die Gruppe ist auch noch relativ groß. Also das ist erstmal ganz übersichtlich. Vom Tempo her natürlich. Und jetzt kommt wieder diese Tempoverschärfung, wo auch Egan Bernal gleich mal richtig aus dem Sattel geht. Also der ist sehr nervös heute. Ein kleineres Flachstück, wo auch gleich eine Lücke nach vorne entstanden ist. Nicht gut. Müssen wir selber wieder mit zufahren. Also Egan Bernal scheint heute wieder gute Beine zu haben. Oder war bei einem anderen Let's Play, war es, glaube ich, wo Carapaz der Kapitän von Ineos ist. Ach Mensch, ich blick da echt nicht mehr durch. Müssen bei jedem Let's Play einfach andere Fahrer mitnehmen. So, jetzt haben wir gerade mal die 5-Kilometer-Marke erreicht, oder? Ja, leck mich am Zuckerli. Und jetzt wird es erst richtig steil. Das kann was werden. Also das blaue Gel werden wir, denke ich mal, schon nehmen müssen. Da sehen wir auch Warren Barguil, der da jetzt links nochmal kämpft. Mit einer durchschnittlichen Tagesform. Mann, Mann, Mann. Also das wird hart werden. Mal schauen, wer denn hier dann schon alle Karten auf den Tisch legt und wer das dann vielleicht erstmal noch nicht macht. Hau jetzt doch mal die Steuerung rein, weil Astana vorne dann doch auch merkt, okay, wir können dann dieses Tempo auch nicht mehr unbedingt so schnell fahren. Jetzt wieder eine Kurve, bedeutet, dass alle durcheinander geknetet werden. So, sehr, sehr gut, dass das Tempo jetzt ein bisschen raus ist. Vorne die Gruppe Mollema, so viel zum Thema, Tempo ist raus. War aber wieder nur eine ganz, ganz kurze Tempoverschärfung. Also vorne Mollema mit drei Fahrern, dann Costa. Costa fast gar nichts. Hat er noch nie gehört, den Gag. Also wahrscheinlich hat er den wirklich noch nie gehört, weil außer irgendwelche deutschen Touristen haben ihm den irgendwie an den Kopf geworfen. Aber ich hoffe für ihn, dass das nicht passiert ist. So, immer noch 3,2 Kilometer bis zum Gipfel des Ohr-Kategorie-Berges. Da vorne kommt jetzt ein Emirates-Fahrer aus der Ausreißergruppe zurück. Astana macht nochmal ganz kurz das Tempo schneller. Warren Barguil ist noch an unserer Seite. Wie gesagt, das blaue Gel will ich mir unbedingt sparen, weil die Abfahrt ist jetzt ja schon relativ lang. Da können wir so gut regenerieren, dass das eigentlich passen müsste dann für den Schlussanstieg. Wenn wir da noch das blaue Gel haben, dann haben wir wirklich, wirklich gute Chancen, mit den Besten rüberzukommen. Würde jetzt auch den roten Balken noch mit wegfahren und alles dafür geben, wirklich. Ich würde mein Leben dafür opfern, dass wir den blauen Balken behalten. Nein, natürlich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Meinen Erstgeborenen vielleicht opfern oder so. Ja, also, das schon. So, da kommt eine Schikane. Müssen wir also aufpassen. Welche Namen stehen hier so auf der Straße? Egan Bernal, glaube ich, stand da irgendwas. Stand da irgendwie auch nach Carapaz oder sowas aus. Gibt es eigentlich auch den Carapaz irgendwo in Kolumbien? Das wäre doch mal ein schöner Pass. Ein schöner Bergname. So, jetzt sind es auch nur noch 1,5 Kilometer. Also das passt auf jeden Fall, wo wir gerade von Carapaz gesprochen haben. Das passt mit dem blauen Gel. Da können wir sehr glücklich sein. Wird sicherlich aber einigen anderen Fahrern auch so gehen, auch wenn wir da jetzt schon so leicht im roten Bereich sind. Das ist alles in Ordnung. 34 Sekunden, Gruppe Mollema mit Schachmann, der wieder dabei ist, und Evita. Sind wir sehr, sehr weit nach vorne gefahren. Mal schauen, ist Warren Barguil noch an unserer Seite? Ja, aber das könnte eng werden für ihn, über die Gruppe rüberzukommen. Vielleicht kommt er in der Abfahrt nochmal ran. So, Astana macht nochmal ganz kurz ein bisschen Tempo. Versucht vielleicht über die Kuppe den einen oder anderen wie Kwiatkowski da auch nochmal loszuwerden, der da jetzt schwer getreten hat. Bergpunkte wird sicherlich oben auch nochmal geben. Die müssen wir uns jetzt nicht unbedingt sichern. Wenn die allerdings keiner haben will, nehme ich die natürlich gerne mit. Da haben wir gerade auch Schachmann gesehen, im deutschen Meistertrikot hier ja noch am Start. Und dann war das relativ unspektakulär am Berg der Ohr-Kategorie. Wir haben das ganz gut getimt. Hier geht es über die Kuppe rüber. Wie gesagt, wenn keiner die 10 Punkte da haben will oder 11, wie viel es auch immer gibt, dann nehme ich die natürlich gerne noch mit. Und dann gehen wir mal in die Abfahrt rein. So, da muss ich dann doch mal ein bisschen härter bremsen. So, wir spielen die Abfahrt jetzt mal gemeinsam. Ist, glaube ich, ganz interessant, auch sowas mal zu sehen. Ist ja auch eine mega interessante Etappe und wer vorspulen möchte, kann das immer gerne tun. Aber dann kann man meine Abfahrtskünste jetzt mal bewundern. Boah,
Ist schon eine schwere Abfahrt, aber so gerade runter ist natürlich immer mega geil. Da haben wir auch Egan Bernal, der sich da jetzt auch so schön auf den Lenker vorlehnt. Ich bewundere die Fahrer immer dafür, wie sie das machen. Und habe auch immer wirklich richtig Angst und wirklich Angst und Bange, dass den Fahrern da was passiert. So, hier ist jetzt eigentlich gar nicht so steil. Trotzdem gehen wir in die Aerodynamik. Wir haben schon fast wieder komplett regeneriert. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir jetzt das blaue Gel noch retten können, dann wäre das natürlich sensationell. So, das war ein bisschen hart gebremst. Wir brettern uns hier mal wieder rein, aber ist ja auch nicht schlimm. Mal schauen, Warren Barguil ist wieder mit dabei. Das ist super. Dann holen wir uns nämlich direkt an die Seite. Schauen mal. Okay. Da wollte er jetzt nicht mehr in die Aerodynamik irgendwie. Aber Tempo ist hier ohnehin ein bisschen raus. Da kommen die ganzen Helfer auch wieder vorgeschossen. Alle regenerieren, alle gehen in diese wunderschöne Aerodynamikhaltung. Einfach nur, weil sie es gerade können. Werfen wir mal einen Blick auf das Profil. Da geht es jetzt gleich nochmal steiler bergab. Und dann geht es in den Berg der ersten Kategorie rein. Da bleiben wir jetzt einfach, wie gesagt, drauf. Da kommt jetzt gerade eine Attacke vorne von Adam Yates in die Abfahrt rein. Etwas überraschend, etwas früh, würde ich auch sagen. Aber schön. Sowas mag ich total gerne, auch in der Realität. Wenn dann eben Fahrer einfach mal ein bisschen was riskieren und sagen, okay, hier rechnet gerade keiner damit. Hier kostet es mich auch gar nicht so viel Energie. Wenn ich mir jetzt hier eine halbe Minute rausfahre und dann im Berg gegen das Feld fahre, die dann vielleicht sich nicht so ganz sicher sind, wer hinterherfahren soll. Sowas macht das den Rennverlauf auch immer spannend. Also Adam Yates macht das Rennen wirklich interessant. Kruiswijk fährt hinterher. Wir haben eh nicht das Team, um hinterher zu fahren. Das müssen andere machen. Da sehen wir hier Ineos und Jumbo Visma mit einigen Helfern. Warren Barguil an unserer Seite, der Einzige, der uns da noch helfen könnte. Wir haben vollkommen regeneriert. Wir haben den kompletten blauen Balken noch. Und das komplette blaue Gel, was ich eigentlich gerade sagen wollte, weil vollkommen regeneriert impliziert ja, dass das der volle blaue Balken ist. So, ich sperre wieder das komplette Feld weg, fahre durchs Gemüse durch. Und hier geht es nochmal in die Aerodynamik. Da sehen wir auch, dass Jumbo Visma kurz bremsen muss. Adam Yates hat sich jetzt aber schon fast eine halbe Minute rausgefahren. Gar nicht so schlecht, was er da macht. Hui. Das war ein bisschen viel gebremst. So, jetzt geht es auch direkt quasi Roglic-mäßig hier in die Schanze rein. Ausgerechnet da haben wir jetzt ein paar Positionen verloren. Das war nicht so gut. Erstmal wieder nach vorne fahren, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Schauen, Warren Barguil, er ist noch an unserer Seite. Genau, da sehen wir auch das französische Meistertrikot an unserem Hinterrad. Vorne sehen wir Adam Yates. Tempo wird jetzt hier permanent hoch sein in den Berg rein. Da sehen wir es, ich lasse das jetzt mal so mit dem Berg der ersten Kategorie. Eigentlich ganz interessant, macht das links mal weg. Wir haben alle Fahrer im Blick. Wir wissen ganz genau, wer unsere Konkurrenten sind. Deswegen ist mir persönlich die Ausreißergruppe egal. Da kommt Warren Barguil an unsere Seite, beschützt uns noch. Dumoulin mit Roglic, Lopez bringt Fuglsang mit nach vorne. Ganz vorne, das könnte George Bennett sein, der dort die Führungsarbeit noch macht. Oder Sepp Kuss zum Beispiel. Aber Kruiswijk ist es natürlich. Den habe ich nicht so auf dem Zettel, weil der bei der Tour ja real eigentlich nicht dabei ist. So, Chris Froome auch nicht dabei eigentlich bei der Tour de France. Jetzt haben die letzten 20 Kilometer begonnen. Die Tour de France wird langsam richtig, richtig interessant. Nach wie vor macht Astana da sehr, sehr viel Tempo. Toins wahrscheinlich dann auch für Mikel Landa noch mit dabei. Vorne sehen wir die Spitzengruppe mit Bauke Mollema immer noch mit einer Minute 12 circa der Vorsprung. Das wird jetzt natürlich andauernd weniger werden. Sehen wir ja auch oben eingeblendet mit einer Minute 10 jetzt nur noch. Also in der Gruppe hier wird auf jeden Fall schneller gefahren als in der Ausreißergruppe. Hatte man bei der Tour de France ja dieses Jahr auch schon andere Szenarien. Tempo gefällt mir aber jetzt auf der Etappe ganz gut. Ineos schlägt da ein relativ gleichmäßiges Tempo an. Ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin. Jetzt kommt Dylan Teuns, der irgendwas versucht. Der darf gerne weg. Ist mir egal. Also das ist mir wirklich völlig egal, was Dylan Teuns da macht. Er wollte eigentlich nur das Tempo verschärfen, aber wenn natürlich er aus Versehen ausreißt, ist dann eher schlecht, wenn er seinen Kapitän vergessen hat. So, nochmal leicht das Tempo erhöhen. Da wird nochmal kurz gebetet. Die Glocken läuten wie eigentlich ja immer bei der Tour de France, wenn man irgendwo in einem kleinen Dörfchen vorbeifährt. Es muss nicht die volle Stunde sein. Es ist völlig egal. Die Glocken läuten immer. So, 5 Kilometer sind es da vorne dann noch. Greife jetzt schon mal ein bisschen zum blauen Gel.
So, dann haben wir das blaue Gel genommen und haben fast wieder vollen blauen Balken. Wir können jegliche Attacke mitgehen. Wir können sogar selber attackieren, würde ich sagen. Es geht danach eigentlich eh nur noch bergab. Wir werden in der Abfahrt regenerieren. Wir können uns eigentlich sogar völlig verausgaben jetzt auf den letzten 4 Kilometern. Ich würde trotzdem mal warten, bis eine Attacke kommt. Oben kommen die richtig steilen Rampen auch erst. Ach, wisst ihr was? Wenn jetzt keiner fährt. Ganz ehrlich. Wenn keiner will, wer nicht will, der, nee, der hat schon. So, da haben wir jetzt eine Gruppe mit Thibaut Pinot, glaube ich, an unserem Hinterrad. Ich nehme mal raus. Will keiner vorbeifahren, Leute? Nee, will keiner vorbeifahren. Schauen, findet sich einer, der fährt? Hat einer einen Helfer dabei? Da sind jetzt noch einige wieder mit dran. Da kommt dann links jetzt auch Alaphilippe, der das Tempo dann eben doch nochmal schneller macht. So, wir dürfen es auch nicht übertreiben. Es sind immer noch 2,4 Kilometer bis oben hin. Es wird gerade wieder ein kleines bisschen regeneriert. Wieder der Tempowechsel hier. Das ist aber normal. Also das ist wirklich auch normal. In der Realität ist das auch so, dass dann einer wieder Tempo rausnimmt und der nächste attackiert wieder. Wie weit ist es noch? Es sind noch 2 Kilometer bis oben hin. Okay, da kommt nochmal Alaphilippe mit einer Attacke. Versuchen wir uns nochmal dran zu hängen, um vielleicht auch ein bisschen Kraft zu sparen. Da ist Thibaut Pinot mit dabei, der vor uns fährt. Nächste Attacke von Alaphilippe. Warum jetzt auf einmal alle in Zeitlupe fahren, ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. So, mal schauen. Können jetzt alle noch mit? Wenn wir das jetzt einfach mal noch konstant bis oben hochfahren, dann müssen wir auch nicht alleine abfahren. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich halte das Tempo jetzt einfach mal hoch, weil wir es können. Und mit Quintana kann man immer schönes, konstantes Tempo fahren. In der Abfahrt können wir eh nochmal regenerieren. Bedeutet, dass wir heute keine Zeit verlieren. Wir haben sogar eigentlich noch Energie übrig. Ich würde jetzt mal schauen, ob ich über die Kuppe oben noch irgendwen abhängen kann. Lopez am Hinterrad. Sekunden holen wir uns leider keine mehr. So, mal schauen. Haben wir da irgendwas gemacht? Naja, da ist schon noch eine relativ große Gruppe hinten mit dran. Gehen mal in die Aerodynamikposition und schauen. Wieder eine interessante Abfahrt, die erstmal sehr lange geradeaus geht. Da sind wir damals von Egan Bernal erstmal abgehängt worden, haben das in der Abfahrt aber dann sehr, sehr sauber gemacht. So, hier müssen wir selber fahren. Da wird vorne auch schön gesprintet. Mal kurz schauen, 9 Fahrer sind hier mit dabei. Wir haben Lopez an unserer Seite. Also da ist eine 9 Fahrer starke Gruppe jetzt entstanden. So, gehen wir gleich wieder in die Aerodynamik. Haben wir Yates auch wieder eingeholt. Auch sehr, sehr schön. So, dann hauen wir hier richtig rein. Versuchen noch in der Abfahrt vielleicht vorne hinzufahren. Zu den anderen Spitzenteams, zu den anderen Spitzenfahrern der Etappe. Wie gesagt, wir haben unglaublich viel Energie. Warum sollen wir hier nicht selber mal reinballern von vorne? Wir hätten wahrscheinlich sogar noch mehr machen können. Aber vielleicht können wir ja gleich nochmal eine kleine Überraschungsattacke auch setzen. Gut, wir haben Alaphilippe dabei. Der wird natürlich auch gerne mal eine Überraschungsattacke setzen. Wie viele Kilometer sind es noch? 3 Kilometer. Mal schauen. Hier geht es ja nochmal leicht bergauf. Vielleicht kann man hier nochmal eine kleine Lücke rausfahren. Haben wir tatsächlich. Hat das letzte Mal auch schon gut geklappt. Sind noch 2 Kilometer bis ins Ziel. Nehmen wir mal ganz schnell das rote Gel. Können wir nämlich da vorne gleich einfach durchsprinten, hoffentlich. Wir werden hinten bestimmt gleich nochmal leicht rankommen. So, jetzt gehen wir nochmal alles. Quintana sprintet und dann haben wir uns, glaube ich, nochmal ein paar Sekunden gut gemacht auf die Konkurrenz. Wir holen auch nochmal Zeitbonifikation.
Mal schauen, der Abstand war nicht so groß. Aufs gelbe Trikot, Nairo Quintana weiterhin in Spitzenform. Da gibt es wirklich keinen Weg dran vorbei. Nairo Quintana zeigt der Konkurrenz hier, wo der Hammer hängt. Und sobald wir den Pfeil nach oben haben, können wir mit der Konkurrenz wirklich gut mithalten. Und das Gute ist ja, die nächste Bergetappe wird nicht ganz so schwer werden. Wir haben natürlich heute viel Energie verballert. Aber die wird nicht so schwer werden, die 9. Etappe. Und danach ist Ruhetag. Dann können wir sowieso einfach nochmal ein bisschen regenerieren. Also, das läuft nach wie vor enorm gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier mit Nairo Quintana so stark mithalten können. Wäre sogar wieder der nächste Etappensieg geworden. Aber die Ausreißer haben sich das diesmal geholt. Werfen wir nochmal einen Blick nach vorne. Da sehen wir Bauke Mollema. Sehr schöner Jubel vor Sergio Higuita, glaube ich, oder? Wer war das? Kann schon sein. Und dann kommen wir schon. Dann kommt hier Alaphilippe auf der 4 rein. Der natürlich der Stärkste dann im Sprint war. Schön, dass wir da nochmal an dieser kleinen Kuppe ein bisschen was rausholen konnten. Das haben wir damals gegen Alaphilippe oder mit Alaphilippe gegen Bernal ja auch schon gemacht. Ladies and Gentlemen, he is in Spark Weekends. He is the top. So, fürs gelbe Trikot hat es leider nicht ganz gereicht, aber das müsste jetzt wirklich im Promillebereich sein. Wahrscheinlich eine Sekunde, die wir da verloren haben oder noch Rückstand haben. So. Machen wir doch glatt. Wir haben 8 Sekunden, 12 Sekunden auf Alaphilippe gut gemacht. Das bedeutet, 3 Sekunden sind es jetzt noch auf Quintana. Auf Alaphilippe. Ich denke die ganze Zeit noch, ich spiele mit Alaphilippe. So, also 3 Sekunden noch der Rückstand. Das ist machbar, das ist aufholbar. Alaphilippe ist jetzt auch nicht der allerbeste Bergfahrer. Also wenn man es mal ganz realistisch rechnet, in der zweiten, dritten Woche gibt es einige Anstiege, einige Ohrkategorie-Berge, die für Alaphilippe zu lang sind. Da können wir ihm sicherlich Zeit abnehmen. Fahrer, auf die wir sicherlich achten müssen, ist Egan Bernal. Der kann alles, der ist an den steilen Anstiegen der stärkste Fahrer. Da brauchen wir auch eine Spitzentagesform, um mithalten zu können. Aber jetzt nach der ersten Woche, na klar, die Etappe morgen muss man noch abwarten. Aber jetzt so nach 8 Etappen bin ich erstmal sehr zufrieden mit dem Spielstand mit Nairo Quintana. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit der Tagesform. Da einmal den Pfeil nach unten und dann verlieren wir 2-3 Minuten, ist auch klar. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das sich auch an den Regenerationswerten misst. Und da sehen wir jetzt, dass die Regeneration wieder im vollen Bereich ist. Wir haben ja auch wirklich dann erst am letzten Berg so richtig attackiert und Tempo gemacht. Die anderen werden da sicherlich auch nicht viel besser bei weggekommen sein. Deswegen jetzt nochmal der Blick auf die 9. Etappe der Tour de France mit dem Brust-O, mit dem Nippel-O. Natürlich geht es auch von Po los, wo wir schon das Nippel-O haben, brauchen wir natürlich auch noch ein Po, damit die Erregung auch komplett ist. Erregung öffentlichen Ärgernisses wird diese Etappe bestimmt nicht werden, aber in Larrain endet sie und da schauen wir mal, ob wir ins Gefängnis kommen. So, also Berg der ersten Kategorie, Ohrkategorie-Berg gibt es noch. 157 Kilometer, auch nicht allzu lang, also das müssten die Fahrer ganz gut wegstecken. Wir sind in der Lauerposition. Berg der ersten Kategorie gibt es Zeitbonifikation. Wenn dort keine Ausreißergruppe weg ist, geht es sogar rein theoretisch dort nochmal um das gelbe Trikot. Natürlich muss man Alaphilippe immer auf dem Zettel haben, wenn eine große Gruppe ankommt. Mit den Favoriten ist er wahrscheinlich der Sprintstärkste. Und das ist wieder eine Etappe, die eigentlich wie gemacht ist für Julien Alaphilippe. Also, wir werden es sehen. Ich hoffe, wir haben das relativ realistisch dargestellt, jetzt die 8. Etappe, wie sie auch in der Realität ausgehen wird. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da war das Buchmann-Let's Play, das ja jetzt ja auch parallel auch erschienen ist, die 8. Etappe, war dann doch ein klein wenig realistischer. Aber gut, wir werden es sehen. 9. Etappe kommt morgen, dann nehme ich das auch erst auf, wenn die 8. Etappe in der Realität fertig ist. Dann kann ich da nämlich ein bisschen Bezug drauf nehmen. Jetzt schmeiße ich mich in die wunderbare Welt des Teams Bike Aid mit rein und spiele dort endlich mal nach 2 Wochen weiter. Da fällt es mir immer so schwer, die Füße stillzuhalten. Mich jetzt schon die ganze Woche drauf gefreut und jetzt kann ich endlich weiterspielen. Also ich sage natürlich nochmal danke fürs Schauen. Discord-Channel steht unten. Wer während der Tour de France immer ein kleines bisschen mitdiskutieren will, einfach den Einladungslink klicken, sich einen Account erstellen und dann kann man den ganzen Tag während der Tour de France mit anderen Radsport-Fans diskutieren. Also danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.